Kennt ihr schon den neuen Trend Blob Painting? Das ist eigentlich total genial und super einfach, daher auch toll für Kinder geeignet. Ich habe hier eine Leinwand genommen. Ich weiß gar nicht, wie groß sie gerade ist. Ist auf jeden Fall eine kleine Leinwand aus unseren Kundengeschenken. Ich habe dazu die Leinwand schon mit Outdoor Dekor bemalt, in Anthrazit. Und darauf setze ich jetzt einfach nur Punkte. So, ich mache jetzt mal erstmal nur ein paar fertig, um euch das zu zeigen. Und im Schnelldurchlauf könnt ihr mir dann gleich noch weiter dabei zugucken. Ihr könnt entweder mit zwei Farben arbeiten, mit drei Farben arbeiten, so viele Farben, wie ihr möchtet. Einfach immer die nächste Farbe in die Mitte oben drauf setzen. So, das sind jetzt schon mal drei Punkte und ich schaue mal, ob ich da jetzt noch einen gelben Punkt mit drauf bekomme. So geht Block Painting. Ich zeige euch das gleich mal ein bisschen höher. Ich will es jetzt nicht zu stark verwackeln, damit mir das nicht verläuft. So schaut das aus. Und wenn das nachher fertig ist in ganz vielen verschiedenen Farben, sieht das einfach hammermäßig aus. Daher mache ich jetzt den Schnelldurchlauf an und ihr könnt euch das dann ganz in Ruhe anschauen. Und schon habt ihr ein Bild mit Blob Painting fertig. Meine Videoanzeige zeigt mir jetzt 11 Minuten für dieses Bild an. Also auch für Kinder schnell machbar. Wenn es ganz schnell gehen muss, könnt ihr auch vorsichtig mit dem Föhn das trocknen. Nur nicht zu viel Power nehmen, weil sonst verläuft euch die Farbe. Obwohl, das wäre mit Sicherheit auch ein schöner Effekt. Also einfach mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.